Die Geschichte der Vorlesung treibt mich seit einiger Zeit um und hoffentlich auch bald in ein DFG-Projekt zum Thema. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein relativ trockenes Thema. Ja, Sie haben sicher die ein oder andere persönliche Erfahrung mit Vorlesungen, entweder die Sie selber gehört oder gehalten haben. Deswegen vielleicht so ein Titel im Stil von Peter Greenaway. Ja, der Obertitel, die kommen aber tatsächlich alle vor, um es für ein breiteres Publikum interessant zu machen, aber vielleicht auch für die Experten der Wissenschaftskultur, der Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. Mehr will ich gar nicht vorweg sagen. Es geht direkt los. Über viele Jahrhunderte prägten den Alltag akademischer Wissensvermittlung die Veranstaltungsformate von Vorlesung und Disputation, von Lectio und Disputatio. Die heute quantitativ dominante Seminarform trat trotz einiger Vorläufer erst mit dem 19. Jahrhundert so richtig hinzu. Die Bedeutung der Vorlesung als universitärem Schlüsselformat stand jedoch lange in einem seltsamen Missverhältnis zum Grad ihrer Erforschung in Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, vor allem mit Blick auf die kulturelle Praxis des Vorlesungsalltags. Im Einklang mit dem Klischee der vormodernen Universität als einer reinen Lehranstalt schien die Vorlesung eher für die mechanische Wiederholung kanonischen Wissens zu stehen als für wissenschaftliche Innovation. Bereits im 18. Jahrhundert genoss die Vorlesung bei vielen aufgeklärten Zeitgenossen nicht den besten Ruf, da sich in ihr scheinbar das Repetitive auf der Stelle treten der akademischen Ausbildung versinnbildlichte. Für Christian August Vulpius verkörperte 1788 entsprechend der Professor einen Mann, Zitat, der, wenn er sonst ein gutes Talent hat, wiederzukäuen, immer auf den Beifall seiner Zuhörer Anspruch machen kann, übrigens aber eben kein Lumen Eruditionis zu sein braucht. Also kein besonderes Geisteslicht. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Forschungssituation jedoch im Zuge einer praxistheoretischen Wende der Wissenschafts- und Universitätsgeschichte auch mit Blick auf die akademische Lehre gewandelt. Von der quantitativen Auswertung von Hörerlisten führte der Weg zur Analyse von medialen Gattungen wie dem Vorlesungsverzeichnis, über die Aufschreibepraktiken von Vorlesungsmitschriften und der Raumgeschichte der Hörsäle bis hin zur ökonomischen Konkurrenz der Lehrenden. Im Anschluss an diese jüngeren Forschungen zu den kleinen Werkzeugen der akademischen Wissenskultur wird es mir im Folgenden eher um das Wie als das Was der Vorlesungen gehen, also weniger den Inhalten als den Praktiken ihrer Vermittlung. Als Quellenbasis liegen mir rund 30 Selbstzeugnisse von Lehrenden und Lernenden der Universitäten Halle und Göttingen im 18. Jahrhundert. Der Schwerpunkt wird allerdings auf den Verhältnissen in Halle liegen. Am Beispiel der Vorlesungen können Grundstrukturen einer Sozial- und Kulturgeschichte der Universitäten herausgearbeitet werden, die institutionelle Mechanismen und Techniken der Wissensvermittlung in ihrem wechselseitigen Verhältnis erhellen. Erschrecken Sie nicht, ich gehe nicht wie gewohnt in drei Schritten vor, sondern in sechs, aber wir haben ja auch einige ein bisschen Zeit mitgebracht. Die sind allerdings auch angepasst kürzer. Also es wird sich nicht verdoppeln, die Zeit, keine Sorge. Es geht um Ankündigung Orte der Vorlesung, um das Ringen um die Gunst der Hörer, dann titelgebend das soziale Leben einer Vorlesung, die Physiker, die Hunde und die Trinker, die Stimme des Professors, Disziplin und Eigensinn und schließlich Paperwork, die Nachbereitung der Vorlesung. Am Anfang stand wie heute auch das Bekanntmachen einer geplanten Lehrveranstaltung. Seit dem 16. Jahrhundert hatten sich reichsweit Vorlesungsverzeichnisse, sogenannte Lektionskataloge, etabliert, die sowohl disziplinierende wie werbende Funktionen hatten. Die Universität präsentierte im Druck ihr Angebot und die Tätigkeit der Lehrenden konnte kontrolliert werden. Um ganz sicher zu gehen, forderten manche Landesherren allerdings auch nachträgliche Rechenschaftsberichte, denn viele angekündigte Veranstaltungen fanden niemals statt. Während die Sprache der Kataloge lange das Lateinische war, schaltete man im 18. Jahrhundert auch deutschsprachige Ankündigungen. So wurden Vorlesungsankündigungen in Halle auch in den wöchentlichen hallischen Anzeigen publiziert, für das Sommersemester meist zwischen Anfang bis Mitte April. In Göttingen enthielten seit 1748 die Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen ein deutschsprachiges Vorlesungsverzeichnis parallel zum weiter erscheinenden Lateinischen. Das war nicht allein in Fragen sprachlicher Zugänglichkeit relevant, sondern etablierte auch ein neues Ordnungsmodell, denn während der lateinische Katalog weiter nach Rang der Professoren geordnet blieb, listete der deutsche Katalog nach der Ordnung der Fächer und Disziplinen. Neben den Themen und Zeiten sind in Verzeichnissen auch Angaben über die Orte der Lehre zu entnehmen. Vielfach lasen die Professoren zu Hause und mancher Professor dozierte im Hausmantel,
was seitens der Obrigkeit zunehmend als unpassend empfunden wurde. Ein Signet dafür, dass die Sphären von Öffentlichkeit und Privatheit noch nicht wirklich geschieden waren. Über den in der Philosophischen Fakultät Halles lesenden Mathematiker Johann Joachim Lange erfährt man 1737, dass er, Zitat, in den öffentlichen Stunden um 8 Uhr auf der Residenz die Mathesim Puram erklären werde, während unter den Lectionis Extraordinario der Jurist und damals noch Extraordinarius Johann Tobias Karrach lese, dessen Wohnung und Lehrsaal sich, Zitat, in der kleinen Steinstraße in der Frau Rosenbergerin Haus befände. Für die nötigen Transfers von Ort zu Ort, einer nomadisch über die Stadt verteilten Lehrräumlichkeit, benötigten die Studenten einige Zeit, und so entwickelte man vermutlich die spezifische Zeitordnung des berühmten akademischen Viertels, was ja immer wieder für Verwirrung sorgt. Vielleicht auch heute Abend gedacht 18:15 Uhr, nein, 18:00 Uhr, kein akademisches Viertel. Also das kann immer wieder Unterschiede machen. Viertel vor bis Viertel nach hat man zumindest in einer Stadt wie Göttingen und Halle eine realistische Chance gehabt, von einem Ort zum anderen zu kommen. Über die Entwicklung der Hörsaalsituation in Halle informiert eine 1789 erschienene historisch-topografische Beschreibung der Stadt Halle. Zitat: Als Thomasius die Absicht des Hofes zu erreichen schien und mehrere Lehrer nach Halle berufen wurden, so wurden ihnen auch taugliche Zimmer zu Hörsälen, teils auf der Marienbibliothek, teils auf der Waage, teils anderswo auf kurfürstlichen Befehl angewiesen. Was hier wie eine einvernehmliche Raumzuweisung klingt, war indes das Ergebnis zäher Aushandlung. So bekam Thomasius durch kurfürstliche Erlasse 1692 und 93 das Recht zugesprochen, dort öffentliche Disputationen abhalten zu dürfen. Zitat: Bei der Einweihung der Universität, heißt es weiter, übergab der Kurfürst selbst die auf der Waage eingerichteten Auditoria den Professoren. Späterhin legte sich jeder Professor in seiner eigenen Wohnung ein bequemes Auditorium an. Als die Collegia Publica von den Professoren verabsäumt wurden und sie zur Ursache den Mangel an Hörsälen angaben, so wurden auch auf der Residenz Hörsäle angelegt und die Professoren ernstlich angehalten, Collegia zu lesen. Allein dieses dauerte dennoch nur von 1735 bis 1740. Jetzt werden die Hörsäle auf der Waage nur gebraucht, wenn die Hausauditoria die Menge der Zuhörer nicht fassen können und zu akademischen Feierlichkeiten als Promotionen und dergleichen. Diese Passage gibt nicht nur Aufschluss über die Entwicklung des Verhältnisses von öffentlichen und privaten Räumlichkeiten, sondern verweist implizit auch auf den prekären Status der Collegia Publica, also der öffentlichen Vorlesung. Sie waren der durch die Besoldung der Professoren abgedeckte Pflichtlehrteil der Professoren, der keine Hörergelder brachte. Entsprechend beliebt waren diese Vorlesungen bei den ärmeren Studierenden, deren Versäumnis bei den anderen jedoch nicht allein räumlichen Engpässen geschuldet gewesen sein dürfte. Also die wirklichen aktuellen, heißen Themen wurden in den privaten Kollegien gelesen, die Standardvariationen über Aristoteles oder Ähnliches in den Publika. Noch 1826 kam es zu wiederholten Streitigkeiten zwischen dem Philologen Christian Karl Reisig, dessen Hörer eh die Kapazität der Waage zu sprengen drohten, und der Theologischen Fakultät, die es als ihr Vorrecht betrachtet, von alters her alleine den größten Hörsaal des Gebäudes zu nutzen. Über räumliche Enge berichtet 1792 ein Greifswalder Student von seinem Studium in Halle. Zitat: Unter allen Dozenten hat aber der liebenswürdige Jakob den meisten Beifall. Er ist Philosoph und sein Auditorium ist zu eng. Man steht oft bis zum Katheder dicht gedrängt, und neulich wurden etliche schwächliche Studenten davon ohnmächtig. Er sah sich also genötigt, auf der sogenannten Stadtwaage in einem der größten Auditorien, wo ehedem die berühmten Männer Thomasius und Wolf lasen, auch zu lesen. Hier atmet man nun freier, aber man sitzt nicht bequemer. Jeder Student, der so viel Geld hat, um so nah als möglich am Katheder zu sitzen, lässt sich seinen Platz beschlagen. Ich habe für den meinigen 16 Groschen an den Fiskal bezahlen müssen. Wie der Vorgang des Belegens einer Lehrveranstaltung im Detail ablief, beschrieb Augustin 1795 in seinen Bemerkungen eines Akademikers über Halle wie folgt: Zu den Kollegien meldet man sich bei jedem Professor, bei welchem man etwas hören will, und bezahlt dabei den Betrag der Vorlesung. Diese sind im Preis verschieden. Für eine theologische Vorlesung, die privatim gelesen wird, bezahlt man 3 Taler Honorar, ist sie aber ein Privatissimum, so beträgt dasselbe 4 bis 5 Taler. Die Vorlesungen in der juristischen Fakultät kosten 4 bis 5, in der medizinischen 5 bis 10 und in der philosophischen 3 bis 5 Taler. Die ärmeren Theologen können einige Vorlesungen unentgeltlich hören, welche das Aktuarium genannt werden. Man wendet sich deshalb an den Prorektor und bringt demselben einen Schein von einem theologischen Professor, in welchem die gehörigen Vorlesungen bescheinigt werden. Dieser schreibt dann einen Zettel, den man dem Professor, bei welchem man eine dieser Vorlesungen hören will, überbringt.
Außerdem gibt man dem Fiskal eines Professors, bei welchem man eine Vorlesung angenommen hat, etwas für den Platz im Hörsaal. Diese steht in den freien Willen eines jeden, doch beträgt diese Ausgabe für jede Vorlesung gewöhnlich nicht unter 8 Groschen und nicht über einen Taler. Im Winter wird für Holz und wo es nötig ist, für Licht und Besonderes bezahlt, welches aber nur einige Groschen beträgt. Die erwähnten Freikollegien waren wohl eine besonders in Halle gepflegte Mischform zwischen den Publika und den Privata. Im 18. Jahrhundert herrschte kein festes Curriculum. Die Wahl der Veranstaltung war frei und glich mitunter einer Art Studium Generale, wie wir das heute nennen wollen würden, also quer zu den Disziplinen und Fächern. Sozusagen ein Theologe konnte genauso Physikvorlesungen hören wie ein Historiker theologische Vorlesungen. 1785 beklagt etwa ein Reisender die Zustände in Halle wie folgt: Zeitige es nicht traurige Folgen, dass man es dem Studenten so ganz allein überlasse, sich seine Lehre und Lektionen zu wählen, wie er will. Auf diese Weise orientiere sich mancher am Usus seiner Landsleute, ohne sich Zitat zu bekümmern, ob ihr Kursus auch für ihn passe, ob er zu eingeschränkt oder zu weitläufig für ihn sei. Derjenige Professor, welcher sein halbjähriges Kollegium am geschwindesten und frühesten zu Ende bringt, ist der beliebteste. Denn dadurch erhält er zu Ende des halben Jahres lange Ferien. Manches mag uns bekannt vorkommen. Für den Kritiker ist das vor allem auch ein Generationenproblem zwischen jungen und alten Professoren. Denn, Zitat, auf diese Weise seien in Halle die Hörsäle der älteren und verdienstvollen Professoren leer und die Auditorien der jüngeren, die sich den ganzen Nutzen eines rasch abgelesenen Kollegiums gemerkt haben, sind so voll, dass kein Platz ist. Vorlesungen unterlagen also immer dem Wettbewerb und ihren Anbietern unter ihren Anbietern. Applausum, das Ringen um die Gunst der Hörer. Der Erfolg einer Vorlesung zahlte sich in zweierlei Währungen aus, den harten Talern der Hörergelder und dem symbolischen Kapital des Applausum. Ein Professor konnte so leicht in den Ruf der Geldgier gelangen. Demgegenüber betont etwa der Göttinger Christoph August Heumann seine Rechtschaffenheit angesichts des Gewinns von Applausum und seine Großzügigkeit seinen Hörern gegenüber. Wenn man selber betonen muss, wie großzügig man ist, ist das natürlich immer auch ein bisschen verdächtig. Aber gut. Zitat: Ich habe mir niemals ein oder ander unanständigen Mittel, wie sonst wohl zu geschehen pflegt, bedient, Applausum zu erlangen. Denn dergleichen Niederträchtigkeit habe ich jederzeit verabscheut. Gleichwohl habe ich beständig viele Auditores gehabt. Es ist auch keiner, der mir das gewöhnliche Honorarium nicht bezahlen können, von mir zurückgewiesen, sondern ich habe jedem, der mich gebeten, den freien Zutritt gern gestattet. Anno 1747 befanden sich in meinem Collegio Historiae Ecclesiasticae 62 Auditores. Hierunter waren 30, denen ich umsonst las, und von den übrigen haben mir nur 17 das Honorar bezahlt. Wie der Wettstreit um Hörer im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts aussah, lässt sich sowohl aus Perspektive der Lehrenden wie der Studierenden beleuchten. Friedrich August Wolff, der 1783 einem Ruf auf die Professur für Beredsamkeit nach Halle gefolgt war, berichtet seinem Lehrer Christian Gottlob Heine in Göttingen am 18. Dezember wie folgt: Meine Kollegien hätte ich nach den traurigen Schilderungen, die ich hier im Anfang von dem Zustand der Humaniora hören musste, nie so gut zustande bringen hoffen können, als es mir noch gelungen ist. Ich lese außer Horaz, Sermonen und Briefen die Literatur von Griechenland und in beiden Lektionen sind doch an die 40 zusammengekommen. Und mehrere haben sich durch ein von jemand absichtlich ausgestreutes Gerücht, dass ich meine Kollegien einen sehr hohen Preis setzen würde, noch abhalten lassen. Ja, also hier haben wir so eine Art vormodernes Mobbing. Man sagt, der Neue ist zu teuer, geht da nicht hin. Es wird ersichtlich, dass die Lehrenden in einem klaren Konkurrenzverhältnis mit ihren Privatkollegien standen und Wolff hier im Sinne der von Heumann erwähnten Niederträchtigkeiten eine Art Preismobbing vermutet. Zu den Collegia Publica berichtet er: Öffentlich lese ich eine Einleitung zur griechischen Mythologie und dabei die Theogonie des Hesiodus, ein Kollegium, das mir schon viel Mühe gemacht hat. Ich bin genötigt gewesen, für diese Vorlesung den Text des Hesiod abdrucken zu lassen, denn ich habe hier doch noch über 200 Zuhörer und die wenigsten davon hatten Ausgaben des Dichters. Es ist zum Erstaunen, wie eingeschränkt die Umstände der meisten Studenten hier sind. Ein Buch, das 16 Groschen kostet, erregt ihnen schon Grauen. Daher wollte ich es schon in unserer Universität willen wünschen, dass die wichtigsten Schriftsteller um einen möglichst niedrigen Preis abgedruckt werden mögen. Also vielleicht hier so eine Art Ruf nach Reklamheften im 18. Jahrhundert. Wir sehen, dass die unentgeltlichen Collegia Publica offenbar gerade angesichts klammer Geldbeutel stark frequentiert wurden
und Lehrmittel ein gravierendes finanzielles Problem darstellten. Etwa zur gleichen Zeit von September 1782 bis April 1784 studierte Johann Heinrich Landolt, ein junger Züricher in Halle, der die Konkurrenz der Professoren aus studentischer Sicht beschreibt. Von früh 9 Uhr bis abends 5 sind alle meine Stunden besetzt, nur die einzige Essstunde ausgenommen. Von 9 bis 10 besuche ich Herrn Eberhards metaphysisches Kollegium, worin er sehr viele Zuhörer hat. Wenigstens in den ersten Vorlesungen dieses halben Jahres mögen ihrer gewiss nahe an die 400 gewesen sein. Ohne Anlass sind seine Kollegen ja sehr lehrreich und verraten einen scharfen Verstand. Sein Vortrag ist überaus deutlich und einleuchtend. Auch die abstraktesten Materien weiß er fasslich zu machen. Von 10 bis 11 besuche ich den Fechtboten und von 11 bis 12 Herrn Wolters Vorlesung über die Institutionen. Er sucht dieses trockene Ding so angenehm als möglich zu machen und durch witzige und schlüpfrige Einfälle seine Zuhörer zu belustigen und sich gewogen zu machen. Überhaupt ist es bei einigen Professoren auffallend, wie sie um die Gunst der Studenten buhlen, um sich Kredit und Zulauf zu verschaffen und dadurch ihre Einnahmen zu vermehren. Konkurrenz spielte eine große Rolle unter den Professoren. Als es Lichtenberg 1786 unfreiwillig gelingt, dem Ökonomen und Begründer einer allgemeinen Technologie, Johannes Beckmann, die Höhere abspenstig zu machen, gleicht es einem Triumph, den er gleich in drei Briefen mit der identischen Metaphorik bejubelt. An Johann Daniel Ramberg schreibt Lichtenberg am 20. April 1786, er sei nun der Einzige in der Physik. Zitat: Ich habe nämlich nunmehr ohne Vorsatz dem Hofrat Beckmann die Bank förmlich gesprengt. Vorigen Sommer kam schon seine Physik nicht mehr zustande und diesen Sommer hat er aufgehört, sie anzuschlagen. Also der Konkurrent gibt auf, kündigt gar keine Vorlesung mehr zum Thema an. Als ein Extremfall schildert Wilhelm Christian Müller die Göttinger Vorlesung von Johann David Michaelis in den frühen 1770er Jahren, der alles, Zitat, im lustigen, oft leichtsinnigen Tone behandelt habe. Nochmal Zitat: Wenn zum Beispiel das Bild eines Löwen vorkam, fragte er, ob die Zuhörer schon einen Löwen gesehen. Dann ging er aus der Tür und kam auf Händen und Knien wieder hereingekrochen, brummend und fürchterliche Gesichter schneidend. So klein macht sich der große Orientalist, um seine Zuhörer zu divertieren und Zulauf zu gewinnen. Es zeigte seine schmutzige Habsucht, da er ein vermögender Mann war und ein großes, gestopft volles Auditorium hatte, schien es mir eine jämmerliche Machination, die er und sein Famulus in der Belegung der Plätze beweisen. Er bemerkte gleich, wenn einer pro hospite da war, und zeigte mit dem Finger auf ihn. Einen armen Burschen, der das Kollegium sich freibat, sagte er: Oh, Sie können bezahlen, solange Sie silberne Schnallen in Schuhen tragen. Was wahrscheinlich in Göttingen sehr häufig vorkam angesichts der hohen Adelsdistinktionsmentalität, die dort vorherrschte. Als anderes Extrem schildert Müller den Theologen Johann Peter Miller, dessen monotoner Vortrag die Studenten regelmäßig in den Schlaf versetzte. Zitat: Nun erhielt der gutmütige Miller fast kein Honorar dafür. Er gab keinem Bittenden eine abschlägige Antwort, aber viele baten ihn gar nicht erst und er fragte nicht weiter danach. In welche Richtung muss ich denn wohl? Nummer 3. Physiker, Hunde und Trinker. Das soziale Leben einer Vorlesung. Besonders attraktiv waren Vorlesungen mit physikalischen Experimenten. So berichtet der Ende der 1740er Jahre in Halle studierende Jakob Ludwig Schellenberg von Professor Johann Joachim Lange. Zitat: Die schönsten Experimente macht er mit Schirnhausens Brennspiegel, mit der Luftpumpe und mit Otto von Guerikens Globen. Aber er konnte desto weniger von Gründen und Erklärungen beibringen. Besonders beliebt waren Lichtenbergs Göttinger Physikvorlesungen, die in einigen Aspekten formal eher einer Kino- oder Theatervorstellung als einer modernen Vorlesung glichen. Korrekt müsste man wohl von einem Art Heimkino sprechen, denn außer den großen Juravorlesungen fanden fast alle Vorstellungen ja in den Privathäusern der Professoren statt. Lichtenberg wohnte im Haus seines Verlegers Johann Christian Dietrich an der heutigen Prinzenstraße, damals Mühlenpforte, und unterhielt dort auch seinen Hörsaal, der direkt an seine Wohnstube angrenzte und in Form eines Amphitheaters konstruiert war. Die diversen Instrumente wurden jeweils aus dem Nachbarhaus, das ebenfalls Dietrich gehörte, herangeholt, sodass die ganze Logistik vor Ort abgewickelt werden konnte. Die physikalischen Geräte musste Lichtenberg auf eigene Kosten anschaffen, denn die Sammlung seines Vorgängers Erxleben war bereits verkauft worden. 1783 nennt Lichtenberg eine Summe von 1500 Talern als Anschaffungskosten. Tische gab es keine, nur Bänke zum Sitzen.
Alle Sitzplätze waren durchnummeriert und konnten gegen einzelne Platzkarten gemietet werden, sogenannte Zettel. Mit der Aushändigung der Zettel wurde auch die Bezahlung der Vorlesung quittiert. Offensichtlich gab es hier keine eigene Adelsbank mehr und auch die Rangstreitigkeiten über die Plätze sollen durch das Billettsystem weitgehend vermieden worden sein. Wer rechtzeitig eine Karte kauft, kriegt auch einen guten Platz. Die Sorge, die Einnahmen könnten nicht reichen, brachten Lichtenberg, dessen Veranstaltungen offenbar stets gut besucht waren, dazu, täglich bis zu 7 Stunden, also 30 bis 35 Stunden Vorlesung die Woche zu halten. Da geht es uns doch ganz gut heute im Vergleich dazu. Dass diese hohe Frequenz bei zusätzlichen nächtlichen Trink- und Debattierrunden und einer fortwährenden prekären körperlichen Konstitution des Physikers auch ihre Folgen zeitigen konnte, zeigt ein Tagebucheintrag vom 28. November 1791, der knapp lautet: Kolleg verschlafen. Ausrufezeichen. Samstag gaben seine Mechaniker, mitunter noch unterstützt durch Lichtenbergs Ehefrau, Sondervorstellungen. Als ein Instrument dabei zu Schaden kam, lag für den Physiker die Schuld eindeutig bei seiner Gehilfin. Ansonsten war Frauen der Zugang zu Vorlesungen verwehrt. Flözers Tochter Dorothea, die zweite promovierte Frau in Deutschland nach Erxleben, lauschte ihrem Vater angeblich hinter einem Vorhang. Wir haben ja also einen sehr homosozialen, männlich dominierten Raum, das vielleicht auch relevant wird, uns noch beschäftigen. Im Februar 1784 besuchte der Universitätsbereiser Christoph Friedrich Rinck auch Göttingen. Hier herrscht nun ein etwas anderer Ton als in Halle, der von Distinktion und geschäftiger Arbeitsamkeit geprägt gewesen sei. Über die Hörsäle berichtet er: In den Kollegien ist ein besonderer Tisch für die Grafen ganz nah beim Professor. Dafür zahlen sie auch alle Kollegier doppelt, ein Prinz zahlt sogar vierfach. Das verursacht bei den bürgerlichen Hörern einigen Unmut. Student Wilhelm Christian Müller berichtet: Die Prinzen, Grafen und Barone saßen dem Professor zunächst an einem Tische auf Stühlen, weil sie auf das Doppelte oder Dreifache bezahlten. So waren sie die Nächsten an den Instrumenten, sahen die Wirkungen genauer und konnten manchmal ein Wort fragen. Die übrigen legten sich übereinander her, stießen sich oder den Experimentator selbst, der dann grämlich wie ein alter Rektor zu schelten und von dummen Jungenstreichen zu sprechen anfing. Nun wurde gescharrt und gezischt, es begann manchmal gar eine Rauferei der Vernünftigen mit den Tumultanten. Der alte Mann ärgerte sich und lief davon, und die Zeit war verdorben. Besonders bezeichnend für den damaligen sozialen Raum der Vorlesung war auch die Allgegenwart von Hunden. Nochmal Zitat: Göttingen wimmelt von Hunden. Viele Studenten haben zwei oder drei und mehrere. Im Ganzen sollen mehrere hier sein als Studenten, also mehr Hunde als Studierende. Sogar in das Kollegium nehmen sie sie mit. Die guten Professoren hatten darüber schon oft sehr vielen Verdruss, und doch können sie es durchaus nicht ganz abschaffen. Außer Christoph Meiners auf eine ganz besonders listige Weise. Er hält sich selbst einen Hund, der durchaus keinen anderen ins Haus lässt. Das muss wohl so eine deutsche Dogge gewesen sein, die alle anderen weggebissen hat. Das war natürlich schlau von Professor Meiners. Nicht alle Professoren kamen mit dem sozialen Druck gleich gut zurecht. Dem bekannten Orientalisten Michaelis wurde wiederholt ein Alkoholproblem nachgesagt. Eine Erfahrung, die offenbar auch Rinck mit ihm machte, wenn er berichtet: Ich kam gleich um 2 Uhr nach seinem arabischen Kollegium und hatte das Unglück, ihn betrunken anzutreffen. Seine Reden und Gebärden kann Wieland, der mich hinführte, und ich selbst nur so aufs Gelindeste beurteilen. Man gibt ihm überhaupt Schuld, dass er fast alle Tage betrunken sei, und daher lassen sich auch die nachmittäglichen, zotenartigen Scherze im Kolleg erklären. Michaelis hat jedoch auch bessere Tage. Gleich am nächsten Vormittag berichtet Ring von seiner Vorlesung um 9 Uhr. Durch diese Stunde hat mich Herr Hofrat Michaelis wieder wegen der gestrigen Unterredung mit sich ausgesöhnt. Er war wenigstens heute gewiss nüchtern. Sein Vortrag ist angenehm und deutlich, gewöhnlich deutsch. Er verbreitet ein Licht über die ganze Stelle, die er abhandelt. Über den Mediziner Wrisberg berichtet Müller: Er kam gewöhnlich etwas spät und etwas illuminiert aus dem Weinhause, aber er trat als ein begeisterter Naturforscher und als blühender Redner zugleich auf. Musste also kein totales Hemmnis sein. Ein beliebter Ort für außerplanmäßige Gastvorlesungen, die rasch den Charakter eines Art Happenings annehmen konnten, war in Halle das Gasthaus zum Kronprinz. Es lag am kühlen Brunnen 16, in jüngerer Zeit war, glaube ich, dort das erste Haus Mitte. Am 8. Juli 1805 hörte hier Josef von Eichendorff den berühmten Dr. Gall mit seiner, Zitat, ersten Vorlesung über die Schädellehre in den großen Saal im Kronprinz. Auch wir beide hatten uns ein Entree-Billett, welches ein Louis d'Or kostete, gekauft. Das Publikum, welches etwa über die Hälfte aus Studenten bestand, war sehr zahlreich. Was uns aber fast mehr als die Schädellehre interessierte, war, dass wir hier nicht allein nur unsere berühmten Professoren, die fast in Summa gegenwärtig waren, sondern auch den unsterblichen Goethe kennenlernen.
Franz Josef Gall, dessen sogenannte Phrenologie schon unter den Zeitgenossen heftigen Widerspruch erntete, war im gleichen Jahr aus Österreich ausgewiesen worden und tourte mit den Vorträgen durch Europa. Auch sein Auftritt in Halle wurde nicht wortlos hingenommen. Eichendorff berichtet, dass er am 15. Juli seine Vorlesungen beendigt habe und nur einen Tag darauf sei der Mineraloge Henrik Steffens, Zitat, ebenfalls wieder im Kronprinzen, in drei Vorlesungen öffentlich als Widerleger von Gall aufgetreten. Alle, die Gall gehört hatten, sowie auch alle seine eigenen Zuhörer und viele andere Studenten erhielten Entree-Billets. Besonders riss Steffens in seinem letzten Vortrag durch lebendige, lodernde Kraft seines Enthusiasmus jeden Zuhörer hin. Das leitet über zu unserem nächsten Aspekt, Neudeutsch, der sprachlichen Performance des Professors. Zwar kannte das 18. Jahrhundert noch keine Hochschuldidaktik im modernen Sinn, aber eine Art informelle moralische Ökonomie, die regulierte, was man für das Angemessene und einen attraktiven Lehrstil hielt. Das reine Vorlesen war nicht anders als heute, wo das Ideal der freien Rede viel zu einem Gestöpsel von Füllwörtern oder dem Verlesen von PowerPoint-Folien verleitet, zunehmend verpönt. Also sehen, ich bin da nicht so der Fan davon, aber da scheiden sich die Geister. In bestimmten Disziplinen wie der Soziologie ist das geradezu ein No-Go, irgendwie ein Manuskript vorzulesen. Muss aber nicht immer zugunsten der rhetorischen Brillanz gehen. Ein freier und ungezwungener Stil sollte alles Schulmeisterliche und Pedantische hinter sich lassen. Der Göttinger Jurist Johann Stefan Pütter verkündet 1788 in seiner umfangreichen werbenden Selbstdarstellung der Universität, weder ablesen noch diktieren, nur ein freier mündlicher Vortrag findet Beifall. Vorlesungen, wie ehedem vielleicht in ihrem wahren Wortverstande auf manchen hohen Schulen üblich gewesen, sollte man billig unsere akademischen Lehrvorträge nicht mehr nennen. Am 4. Dezember 1783 kam Universitätsbereiser Rink am späten Nachmittag nach Halle, gerade rechtzeitig, um noch eine Vorlesung von Karl Friedrich Barth zu hören. Zitat, es war gesteckt voll, gegen 130, schreibt er, und die Studenten waren dennoch so freundlich, den Fremden einen Stuhl nahe beim Katheder anzubieten. Sein Urteil über Barths Unterricht fällt ambivalent aus. Sein Vortrag sei angenehm, seine Aussprache allerdings nicht so sehr. Denn er spreche etwas durch die Nase und hudelt oft. Beeindruckender seien seine Beredsamkeit, seine Wendungen, witzigen Einfälle. Gründlich könne er diese Lehre nicht nennen, obwohl die Ordnung seiner Sätze gut sei. Barth erscheint wie ein Getriebener, lese täglich 4 Stunden und suche allenthalben Ausschweifungen und nur dem System der Theologen eines anzuhängen wie Freibeuter und streifende Soldaten. Rink steigt damit in Halle gleich mit einem Außenseiter in der Beobachtung der akademischen Lehre ein, dessen Performance sich aber bei den Studierenden offensichtlich größter Beliebtheit erfreut. Der Student Johann Heinrich Landolt moniert den Vortragsstil des Hallenser Professors Sprengel. Schade, dass dieser Mann in seinen Vorlesungen etwas undeutlich und schnell spricht, da sie sonst interessant sind. Seltsames begegnet den Studierenden auch in Göttingen, vielleicht noch viel mehr als in Halle. So seien die Göttinger Professoren laut Student Müller fast alle, Zitat, glänzende Sterne am Musenhimmel gewesen, aber ein Sturmwind hätte keine sonderbareren Käuze zusammenwehen können. Dabei sei es, Zitat, eine unverzeihliche Nachlässigkeit von Professoren, die durch öffentlichen Vortrag der Welt nützlich werden wollen, dass sie so sehr das Studium des Vortrags und der Deklamation, ja auch der Aussprache und des Tons vernachlässigen. Modern gesprochen, hochschuldidaktische Defizite, auf die aber bereits reagiert werde. Nochmal Zitat, es mag zwar etwas besser geworden sein und noch werden, seitdem auf Schulen darauf gesehen worden ist und auf einigen neu organisierten, wie zum Beispiel in Hildesheim, die Theologen notwendig Gesang treiben und im Singchor bleiben müssen. Miller sprach ferner, Zitat, eintönig in einem schwachen Bariton, das ist der, der die Studenten in den Schlaf wiegte, die dann aber auch nicht bezahlten, eintönig in einem schwachen Bariton durch die Nase flüsternd oder eigentlich ohne Nase, das dadurch ein narkotisches Schlafmittel gleich dem Gesumse der niedersächsischen Ammen, welche Kinder in der Wiege einschläfern, entstand, wie man besonders in einer gut geheizten Stube und bald nach dem Essen mit dem ernstesten Vorsatze nicht widerstehen konnte. Das ist vielleicht dieses Gefühl, was wir von Tagungen kennen, wenn es sehr viel gutes Essen gibt und man einen Vortrag um 14 Uhr hat. Der Mathematiker Kästner wiederum hatte, Zitat, einen unartikulierten Vortrag, sprach sehr geschwind, stoßweise, leise, verschlungen und in sich selbst hinein. Auch der junge Alexander von Humboldt hält 1789 in einem Brief nicht hinter dem Berg, was seine Wertung der Vortragsqualitäten angeht. Über Kästner schreibt er, Kästner, die lächerlichste Figur, welche die Erde trägt.
Sein Vortrag ist undeutlich, da er keine Zähne hat. Er ist immer witzig, belacht sich aber selbst immer vorher, so dass man den Witz selten versteht. Auch eine Variante, sich erst auszuschütteln und dann einen Witz zu erzählen, über den man selber gelacht hat. Gut. Über Michaelis schreibt Humboldt, sein Vortrag abscheulich, wie sein Sprachorgan und voller Zoten. Anders fällt Humboldts Urteil über Spittler aus. Ich höre bei ihm neueste Geschichte, ein feiner Kopf mit dem prächtigen Vortrag, der die für Menschen das Ideal der höchsten Beredsamkeit hat. Auch Eichhorn erscheint passabel. Ich höre ihn gern. Er spricht deutlich und zusammenhängend, fast ohne Heft, hat aber den sonderen Fehler einer singenden Monotonie, wie in der Deklamation der Rhapsoden. Was lässt sich aber aus diesen in den Hunderte gehenden und meist wenig schmeichelhaften Äußerungen strukturell an Aussagen gewinnen? Sie zeigen, wie kontingent die individuelle Performance war, dass nicht anders als heute die Professoren, anders als Lehrer, kaum für die Lehre ausgebildet wurden und aus einer sozialgeschichtlichen Perspektive, zum Beispiel der Disability Studies, dass es vor dem Zeitalter der Emeritierung häufig hochbetagte und gesundheitlich arg mitgenommene Männer waren, die bis zum Ende ihrer Kräfte lehrten. Also schlicht einfach bis zum Absterben sozusagen lehrten, aber kein Punkt, kein Endpunkt gesetzt wurde. Und jetzt brauchst du nicht mehr lehren, sondern es wird weiter noch Geld verdient und es gibt eben nicht diese Pensionierungsmechanismen. Diesem etwas düsteren Blick kommen wir zum nächsten Abschnitt, Disziplin und Eigensinn. Doch wie war es allgemein um die Disziplin der Lehrenden und der Lernenden, was ihre Lehrveranstaltung angeht, bestellt? Der Schneverdinger Pastor Johann Christian Meyer berichtet in seinen Memoiren über seine Hallenser Studienzeit zwischen 1754 und 1758. In der ganzen Zeit meines Aufenthalts in Halle besuchte ich die Kollegien fleißig und unausgesetzt, obschon ich gar bald einsah und fühlte, dass die Universität ohne eigene Anstrengung, Fleiß und Nachdenken wahrlich nicht der Ort ist, wo man die beruhigende und befriedigende Weisheit für seinen Geist und sein künftiges Leben einsammeln könne. Allein ich war nun einmal da und glaubte bei allen eingesengten Mängeln und erfahrenen Täuschungen doch verpflichtet zu sein, die Kollegium mühsam und oft keuchend zu besuchen. Den eigenen Fleiß wird nun über eine allgemeine Disziplinlosigkeit entgegengesetzt. Wunderbar und oft recht anstößig war es mir freilich, dass die anfänglich von vielen Zuhörern angefangenen Vorlesungen von den meisten Studenten gar bald versäumt und gar nicht mehr besucht wurden, sodass ein anfänglich angefüllter Hörraum schon in der Mitte des halben Jahres so leer wurde, dass man die übrig gebliebenen leicht zählen konnte. Die Professoren bekümmerten sich darum nicht, wenn sie nur ihre Bezahlung erhielten, wonach sie nachher am Ende der akademischen Laufbahn auch ihre Zeugnisse einrichteten, welche besonders die Theologen von der Universität mitnehmen mussten. Also Hörerschwund durch das Semester ist auch ein bereits historisch belegter Vorgang, keine Erscheinung der jüngeren Zeit, also kein unmittelbares Dekadenzphänomen unserer Tage. Auch wenn man die narrative Inszenierung von Fleiß und Unfleiß nicht zu wörtlich nehmen sollte, verweist Meyers Rückblick doch noch einmal klar auf die ökonomische Rationalität der Vorlesungspraxis. Auch Müller berichtet von diversen Schwundeffekten in den Göttinger Kollegien. Hinzu kam, dass die Professoren ihren Stoff nicht durchbekamen und Veranstaltungen verlängerten, verschoben oder ausfielen ließen. Über den Hallenser Mediziner Friedrich Hoffmann stellte die preußische Regierung gar die Nachfrage, Zitat, ob es denn an dem sei, dass der Hofrat Hoffmann in 12 Jahren kein einziges Kollegium gelesen, kein Mal als Präses disputiert, auch nichts geschrieben habe. Die Universität antwortet, Hoffmann habe regelmäßig Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis angeboten, diese aber aus Mangel an Studenten nie fertig lesen können. Da die Ankündigungen in den Vorlesungsverzeichnissen über die tatsächliche Durchführung wenig aussagten, forderte man beispielsweise an der Universität Helmstedt regelmäßige Rechenschaftsberichte der Professoren ein, die dem heutigen Leser wie eine Enzyklopädie der Ausrede erscheinen. Also im Winter ist es zu kalt für die Vorlesung und zu dunkel, im Sommer zu heiß. Ja, das schränkt schon mal sehr ein. Dann kann es manchmal sein, dass man Gäste hat, mit denen man lange frühstücken muss, wo dann das Zeitfenster einfach zu eng wird und so weiter. Also gibt es sehr lesenswerte Auswertungen der Gründe, was man alles nicht getan und geschafft hat. Aus Halle und Göttingen sind mir entsprechende Quellen bislang allerdings nicht bekannt. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Kommen wir als letztes zur studentischen Nachbereitung der Vorlesung. Wie ging es nach der Vorlesung weiter? Wie memorierte man das Gelernte? Welche Rolle spielten Mitschriften? Der hallische Theologe Johann August Nösselt, ein aus Halle gebürtiger Kaufmannssohn, studierte Anfang der 1750er Jahre bei Sigmund Jakob Baumgarten. Zitat, unter den baumgartischen Vorlesungen waren für mich die über die dogmatische Theologie die unbrauchbarsten.
Da sie ganz so selbst mit den nämlichen Worten auf der Schule bereits gehört hatte und Baumgarten zu einem tabellarischen Entwurf, der in kleinen Taschenbücher ohne allen Rand zu Zusätzen enthalten war, nur das Notdürftigste hinzufügt. Dies war eine Quelle von großen Unordnungen. Denn weil der Vortrag nicht frei und dabei sehr kurz war, übte sich der Zuhörer nicht in der Auswahl des für ihn Nützlichsten, wodurch doch Nachdenken wäre veranlasst worden. Und viele machten sich ein Gewerbe daraus, gemeinschaftlich durch verabredete Zeichen so nachzuschreiben, dass ihnen kein Wort entging. Diese Nachschriften verkauften sie teuer und diktierten sie anderen wörtlich, wodurch der Lehrer nicht nur um das ihm schuldige Honorar gebracht wurde, sondern auch sehr viele verleitet wurden, dergleichen Handschriften mit in die Lektionen zu nehmen, ihren Lehrer zu überhören und alle kleine Varianten zu größerer Vollständigkeit hinzuzusetzen. Noch andere aber gar nicht diese Vorlesungen zu besuchen, sondern in ihren Koffer zu legen, bis auf die Zeit, wo sie den Examen entgegensahen. Auch Theologiestudent Schellenberg berichtet ähnlich über seine Vorlesungen bei Baumgarten. Zitat: Weil ich seine trockenen, abstrakten und tabellarischen Vorträge anfangs gar nicht gutieren konnte, auch im Nachschreiben noch nicht so geübt war, so erbot sich mein erster Haussohn Lothe, der sich eines vollständigen Exemplars rühmte, mir die Dogmatik für 4 Reichstaler auf der Stube zu diktieren. Ich schrieb mir dabei beinahe die Finger lahm, um bald mit beiden Teilen zu Ende zu kommen und glaubte schon, die ganze Weisheit verschluckt zu haben, wenn ich sie nur auf dem Papier hätte. Hier zeigt sich, dass das Mitschreiben offenbar ein erhebliches körperliches Training und einiges an Selbstdisziplin erforderte. Die Vorlesung wird zu einer reinen Schreibstube. Nochmal Zitat. Denn das war beinahe der Wahn aller, welche zu der Zeit Baumgarten hörten. In seinem Kollegio dachten sie nicht, sondern schrieben nur und ließen so oft sozusagen kein Wort von ihm auf die Erde fallen. Friedlich schrieben es auch zu Hause noch einmal sauber ab, verzierten es mit roter, grüner und blauer Tinte und mit großen Anfangsbuchstaben. Und das hieß ein prächtiges Opus, das sie öfters sehr teuer verkauften oder in der Not versetzten und verhandelten und worin doch öfters kein gesunder Menschenverstand oder nur 10 Schriftsteller richtig zitiert waren. Diese Verschriftlichung schuf nicht nur einen eigenen Schwarzmarkt an Manuskripten, sie arbeitete auch an einem Verlust der akademischen Anwesenheitskommunikation zu. Sie zitiert: Ja, ich habe einen gekannt, der von Coburg kam, hernach aber in diesen Gegenden gestanden hat. Dieser fing den zweiten Tag nach seiner Ankunft in Halle an, Baumgartens Kollegiat abzuschreiben, verwendete sein bisschen Geld auf Papier, Feder und Tinte und auf den schweren Zins für die geliehenen Manuskripte. Und nachdem er sich in einem Jahr eine hohe Schulter geschrieben hatte, so packte er alles in seinen Koffer und reiste nach Hause, ohne Baumgarten oder einen anderen Lehrer je gehört oder nur gesehen zu haben. Vielleicht eine Mahnung an die Gegenwart, nicht alles vollständig zu digitalisieren und die universitäre Lehre damit zu einem einzigen großen Download zu machen, sodass man in Halle studiert und keinen Lehrer jemals wirklich gesehen hat. Auch ein wissbegieriger Student wie Meyer schrieb selbstverständlich fleißig mit, sah dies rückblickend aber durchaus kritisch. In den Kollegien oder Vorlesungen bei den Professoren, deren damals in allen 4 Fakultäten eine große Anzahl gelehrter und berühmter Männer zu Halle gab, fuhr ich in meiner unersättlichen Lernbegierigkeit fort, die Weisheit, Wissenschaft und Gelehrsamkeit gleichsam mit Löffeln zu essen und zu verschlingen. So wählte ich jedes halbe Jahr meines Aufenthaltes zu Halle aus dem Lektionskatalog meistens 6 Kollegien, die alle in Heften nachgeschrieben und dann zu Hause wiederholt wurden. 4 wären schon zu viel gewesen, aber ich wollte alles mit der Menge zwingen. Alle diese mühsam gesammelten Kollegien nahm ich nachher in dicken Bänden mit in mein Vaterland zurück und muss gleich hier bekennen, dass ich nie wieder eine Zeile davon durchgelesen habe. Denn bei ruhigem und reifem Nachdenken sah ich bald ein, dass zwischen der wahren Gelehrsamkeit auf dem Papier, im Verstand und im Herzen ein gewaltiger Unterschied sei und dass man aus einem guten Buch weit geschwinder und leichter seinen Zweck erreichen könne als aus unleserlich geschriebenen Heften. Ich komme zu einem kurzen Fazit und fasse meine Ausführungen in 5 Punkten zusammen. Man hätte den Vortrag auch weniger plakativ als mit den Hunden und Trinkern unter den Titel Konkurrenz, Disziplin und Wissenstechnologie stellen können. Erstens, denn akademische Lehre war im 18. Jahrhundert von einer Ökonomisierung geprägt, die starke Konkurrenzverhältnisse ausbildete. Diese konnten wissenschaftlich durchaus produktiv sein, hatten jedoch auch ihre offensichtlichen Kehrseiten. Das verzweifelte Ringen um die Gunst des Publikums führte nicht unbedingt zu einer Rationalisierung des Studiums und trieb manche Blüten, wie etwa die geschilderten Formen eines akademischen Populismus oder den Bankrott minder erfolgreicher Lehrender. Zweitens, als Wissenstechnologie war die Vorlesung vom Wechselverhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit geprägt. Texte wurden im Vorlesen neu interpretiert und Professoren setzten zunehmend
auf das Verfassen eigener Lehrwerke, eine Praxis, mit der insbesondere die Universität Göttingen sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine Vorrangstellung im Reich erarbeiten sollte. Der zunehmende Druck der Skripte führte auch schon früh zur Infragestellung des Vorlesens in Relation zum Selbststudium. Trotz den Anfängen objektgestützter Lehre wie bei Lichtenberg blieb akademische Lehre auch in objektbezogenen Fächern wie etwa der Altertumskunde lange eine reine Buchwissenschaft. Vorlesungen waren praxeologisch gesprochen als Wiederholungsstruktur nie nur rein reproduktiv, sondern produzierten potenziell auch neue Auslegungen und neue Sichtweisen. Drittens. Als Sprache der Lehre wich das Lateinische allmählich der Volkssprache, obwohl noch lange hybride Formen existierten. Doch auch die deutsche Sprache war noch kein Garant für ein einfacheres Verständnis des Gelesenen, wie der Blick auf individuelle Performanzen zeigt. Ohne Zähne spricht sich auch das Deutsche nicht verständlicher als das Lateinische. Die Aneignung der Techniken einer Vorlesung folgte einem Learning-by-Doing-Prinzip. Rhetorische und didaktische Qualität differierten da erheblich. Kontrolliert wurde lediglich die Tatsache der Durchführung, nicht wie in heutigen Evaluationsbögen üblich, deren Qualität. Ohne formales Dienstende lehrten viele Professoren buchstäblich bis zum Lebensende. Viertens. Trotz eines klaren Studienzieles stellte sich das Studium rein curricular als relativ frei dar. Die Studenten bauten ihre Studienpläne vergleichsweise eigenständig und nicht allein nach fachspezifischen Kriterien. Diese freie Wahl dynamisierte die Konkurrenz unter den Lehrenden ein weiteres Mal, die auch Hörer jenseits ihrer Fakultät oder Disziplin adressierten. Sonst ist es überhaupt nicht denkbar, dass einer hier 200 oder 400 Hörer hat. Die Fächer selber waren viel kleiner. Das wäre fast die Gesamtmenge der aktiven Studierenden. Fünftens. Hörsäle waren homosoziale Räume von Männern, in denen sich die Ständegesellschaft manifestierte. Der Adel beanspruchte bessere Plätze und war auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Studenten zelebrierten ihre Standeskultur im Falle des Hundebesitzes durchaus mit störenden Effekten für den Unterrichtsalltag. Öffentliches und Privates waren im Hörsaal noch wenig getrennt, da sich die Räumlichkeiten in Ermangelung universitärer Hörsäle sehr oft in den Häusern der Professoren befanden. Was übrigens ganz eklatant, wie durch die Digitalisierung der Lehre Corona-bedingt, das letztlich wieder ein Zustand ist, der zurück ins 1800 führt. Dass also man viele Privatwohnungen und Bibliotheken gesehen hat über Zoom-Kacheln in den letzten 2 Jahren, die man sonst nicht gesehen hat, weil die Lehre und die ganzen Konferenzen ja sozusagen alle in den Privatwohnungen gewissermaßen der Leute stattfinden. Also ein Zustand, den man vor 200 Jahren für normal hielt, aber jetzt doch recht ungewohnt uns wieder getroffen hat. Vorlesungen waren daher in mehrfacher Hinsicht Orte der Disziplinierung. Als soziale Disziplinierung von Lehrenden und Lernenden und als Orte fachlicher Disziplinierung und Differenzierung von Fächern. Die Vorlesung ist mithin ein Schlüssel zum Verständnis universitärer Wissenschaft in ökonomischer, epistemischer und in sozialer Hinsicht. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.